A1.2. Ermitteln Sie mithilfe des Graphens, nach welcher Zeit die ursprüngliche Anzahl der Ladestationen erstmals um 600% zugenommen haben wird. Achtung, die Fragestellung ist hier ein bisschen gemein. Es ist nämlich nicht die Frage nach 600%, sondern nach 600% Zunahme. Also insgesamt dann 700%, weil 100% sind ja am Anfang da. Das muss jetzt mit Hilfe des Graphens dargestellt werden. Also wir haben hier, schauen wir erstmal nach, wie viel 100% sind. Das sind nämlich die Anfangs-Ladestationen Anzahl 5000. Also 100% entsprechen 5000. Dann brauchen wir zu einer 600% Zunahme. Das heißt 100%, 200%, 300, 400, 500, 600. Also ist das 600% Zunahme. Dann wollen wir mit Hilfe des Graphen lösen. Das heißt, wir nehmen unser Lineal, ziehen jetzt einfach eine Linie so genau wie möglich nach rechts, bis wir auf unseren Graphen treffen. Von dort einfach senkrecht nach unten, auch wieder so genau wie möglich, und lesen dann unser Ergebnis ab. Bei mir wäre jetzt das hier ungefähr, also wäre meine Antwort in dem Fall ab ca. 3,4 Jahren. Je nach Zeichengenauigkeit kann der Wert ein bisschen schwanken. Das Lösungsmuster spricht zum Beispiel von 3,5 Jahren, aber wenn der Graph jetzt ein bisschen daneben ist, ein bisschen Zeichenungenauigkeit wird immer toleriert. Von woher passt es?